Studentin heute und jetzt habe ich ein kleines Video für euch gemacht. Also wir werden anfangen mit dem Buch, ein Thema von dem Buch, ja? Und das Thema ich Tag für Tag, okay? Today we're going to have this topic and we're going to learn some activities in German that people commonly do every day, okay? Our activities, okay? Wegen des Coronavirus, jetzt machen wir keine Tätigkeit draußen, aber wir können inzwischen die Aktivitäten oder die Tätigkeiten lernen, okay? Wir fangen mit Arbeiten an, ja, das bedeutet to work. Und dann, ins Café gehen, das wäre to go to a cafe. Nachrichten lesen, das wäre zum Beispiel, ob ich mein Handy nehme und dann lese ich die Nachrichten, kann ich besser verstehen, ja? Oder ob ich eine App in meinem Handy habe, dann kann ich ja deutlich das lesen. Und frühstücken, das bedeutet essen, ja? Aber morgen können wir frühstücken. Zum Frühstück habe ich Müsli mit Milch zum Beispiel, ne? Und frühstücken, das ist die Aktion oder das Verb. Joggend, ja, was Joggen bedeutet, nicht so schnell rennen, beziehungsweise langsam, okay? Und in die Kantine gehen, vielleicht das Wort klingt komisch hier. Maybe the word sound sounds a bisschen komisch, ja, yeah, weird to you. Aber das ist Cafeteria, okay? In die Kantine gehen. Nicht, also wir, sondern einen Kaffee haben, okay? Und wir haben extra Tätigkeiten, dass wir später ich nennen werden oder sie nennen werden, okay? Gut, und dann haben wir, was machen die Leute und wann machen diese Leute die folgenden Tätigkeiten? Kann ich ein Beispiel geben mit einem Satz? Ich werde einen Satz schreiben und ich sage, viele Leute jetzt arbeiten nicht, ja, abends, oder morgen wegen des Coronavirus. Okay, Coronavirus, das ist das beliebteste Thema heute. Viele Leute jetzt arbeiten nicht am Abend oder morgen wegen des Coronavirus. Ja, also nicht so viele Leute arbeiten. Ja. Ins Café gehen können die Leute nicht gehen. Nachrichten lesen, das ist besser, wenn ich keine Kontakte mit Leuten habe. Und dann frühstücken kann ich zu Hause bleiben. Okay? Jetzt mache ich eine Pause. I'm going to make a pause. Wir machen eine Pause wegen des Coronavirus. Welche Aktivitäten können wir machen und welche nicht? Okay? ¿Qué actividades podemos hacer ahora que está sucediendo esto, esta cuestión? Tenemos este tema, ¿no? Del coronavirus. ¿Qué actividades de las que tenemos acá no podemos hacer? Zum Beispiel habe ich joggen, ja? Das kann ich nicht machen. Draußen gehen und joggen und sagen, ah, hallo, und mit anderen Leuten Kontakt haben. Nein, und so. Und in die Kantine gehen, gibt es viele Leute, Freunde treffen, kann ich das nicht machen, okay? Nicht machen. Und arbeiten kann ich zu Hause nur, okay? Als ich, como yo, ¿verdad? Que estoy trabajando en casa. Vamos a poner in zu Hause, okay? In casa vamos a trabajar. In zu Hause werden wir arbeiten, okay? Ins Café gehen? Nein, okay, das werden wir nicht machen, klar, okay. Viele Leute jetzt arbeiten nicht am Abend, morgen wegen des Coronavirus, okay. Und hier haben wir die Präposition, werde ich mit einem anderen Farbe das unterstreichen.
oder betonen Arm, die Präposition Arm benutzen wir mit diesen Wörtern, okay? Am Morgen, am Abend, am Wochenende. Auch haben wir am, habe ich am großen Wochentag. Tenemos la preposición am con los días de la semana, claro que sí. Okay, so, ya se saben los días de la semana, ¿verdad? Tenemos Montag, Dienstag, Mittwoch, lo voy a abreviar, bueno, no lo voy a abreviar, pero ustedes sí pueden abreviarlo, ¿no? Ya les enseñé cómo. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Okay, haben wir ja schon die Wochentage. So, wir haben Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and then Saturday, and finally Sunday. All these, I mean the weekdays or the days of the week, we use the preposition am, okay? Die Präposition am benutzen wir sinnvoll mit den Wochentagen, okay? Gut, dann haben wir morgen in la mañana, Abend in la tarde, okay? Am Wochenende, das wäre Fin de semana. Aber ob ich keine Präposition ja, benutzen möchte, dann sage ich morgens, ja? In las mañanas. Yo desayuno cereal, por ejemplo, ¿no? Morgens frühstücke ich Müsli, ¿ya? Und abends, was mache ich abends, ¿ok? Bueno, en este pequeño hito que acabo de hacer para ustedes, va la siguiente actividad que me tienen que entregar para esta semana, ¿ok? Semana 2. Ya haben die Woche Nummer 2, ¿ok? Woche Nummer 2. La tarea va a ser basada en el libro las actividades que ustedes realizan todos los días. Täglich oder ein Tag oder am Wochenende oder vielleicht drei Tage. Und jetzt, dass du in zu Hause bleibst wegen des Coronavirus, kannst du mir sagen und schreiben in einem Dokument, ja, PDF oder Word kannst du schreiben, bitte. Welche Tätigkeiten haben wir? Täglich, okay? Aber du persönlich, ja? Welche Tätigkeiten machst du, okay? Gut, also tschüss!